So, ein herzliches Willkommen, liebe Carrera-Freunde. Der 23. Lauf des Audi R8 Cups steht hier an und Michael wird hier gleich unterwegs sein mit dem Fahrzeug der Firma Fleischhut. Und die Nummer 2, das wird Tobias sein. Er darf hier gleich mit dem Wagen der Firma Plumbeck unterwegs sein. Mike wurde hier über Cockpit XP die 3 von Hamburg Del Mar zugelost. Hier sehen wir den Grünen der Firma Mangels und Putzig. Der wurde Arthur zugelost. Und die Nummer 5, Prüfer und Herting, ist hier gleich mit Peter unterwegs. Und die Fahrzeuge stehen hier schon alle bereit, warten auf die Startampel, die jetzt hier ausgelöst wird. Und dann kann es hier jetzt auch schon losgehen. Da sind zwei zu früh losgefahren. Ich denke mal, das wird hier gleich auch eine Strafe geben. Und jawohl, Cockpit XP zeigt es auch schon an. Eine Stop-and-Go-Strafe gleich für zwei Fahrzeuge. Also das haben wir wirklich lange nicht mehr gehabt. Und der Einzige, der hier keine bekommen hat, das ist der Führende. Das ist Peter. Der kann hier weiterfahren. Wir gucken gleich mal, wer hier gleich reinfährt. Das ist die Nummer 3. Das ist Mike. Und dahinter gleich Tobias. Die beiden also haben jetzt hier ihre Strafen abgesessen und können jetzt wieder am normalen Renngeschehen hier teilnehmen. Und wir sehen es durch diese Kameraeinstellung heute mal das Stativ etwas tiefer gezogen, wie schnell die Fahrzeuge hier unterwegs sind. So, und jetzt müssen die beiden, die hier gerade die Strafe abgesessen haben, Tobias und Mike, ihre Rennstrategie wohl ein bisschen ändern, wenn sie hier noch wieder ins Rennen geschehen, um die vorderen Plätze mit eingreifen wollen. Denn im Moment fahren sie einfach nur hinten an. Und hier fährt Tobias jetzt rein zum Tanken, macht das clever, hofft also drauf, dass vielleicht nach ihm die Fahrzeuge Probleme haben beim Tanken. Hier Michael, der den dritten Tankplatz nicht hundertprozentig anfahren kann. Entschuldigung, das war der zweite und dann ein weiterfahren musste vorne auf den ersten. Ne, es war doch korrekt, Tankplatz 3 hat nicht geklappt. Dann konnte er vorne auf den ersten vorfahren, hat sich ein bisschen Sprit geholt. Und hier sehen wir jetzt Prüfer und Herting am Tanken. Das Fahrzeug hier von Peter, also die ersten Boxenstops jedoch recht früh. So, da ist auch jemand wieder rausgeflogen. Mal gucken, ob wir das erkennen können. Das müsste Tobias gewesen sein, der jetzt hier also Mike mit dem Audi 8 der Firma Del Mar im Nacken hat. Mike fährt jetzt hier tanken und dahinter gleich Peter mit der Nummer 5 mit Prüfer und Herting. Also mal gucken, was die beiden hier jetzt noch für eine Strategie fahren. Und Mike hat das clever gemacht, fährt vor dem Fahrzeug der Firma Plumbeck vor Tobias hier wieder raus, kann ihn erstmal hinter sich halten. Jetzt fährt Arthur rein, der das ganz clever gemacht hat. Der tankt jetzt hier als Letzter und kann hier in aller Ruhe beim Tankstopp hier wirklich taktieren. Fährt wahrscheinlich jetzt wieder raus. Eigentlich müsste der Tank so langsam voll sein. Jetzt fährt er raus, reiht sich also hinter Prüfer und Herting wieder ein. Mal gucken, wie viel Dampf hat Arthur hier wirklich mit dem Fahrzeug der Firma Mangels und Putzig. Kann er jetzt hier Peter unter Druck setzen? Müsste jetzt versuchen, hier vor allen Dingen in den Kurven ein bisschen aggressiver zu fahren. Und wir sehen es hier vorne, das zweite Duell. Mike fährt aber jetzt erstmal rein, hat irgendwo eine Boxengassenstrafe kassiert. Hat die jetzt hier auch abgesessen. Leider konnte ich nicht erkennen, wofür er die bekommen hat. Oder ob er irgendwo einen rausgestoßen hat. Vielleicht wohin das Duell mit Tobias. Dass er Tobias da aus der Bahn geschossen hat. Aber egal. Mike fährt hier jetzt konzentriert sein Rennen weiter. Bis jetzt ganz wenig Fahrzeuge, die hier die Bahn verlassen haben. Also hier Kompliment an die Fahrer. Vor allen Dingen an Michael, der hier mit der Nummer 1 unterwegs ist, die ja nicht ganz so einfach zu fahren ist für einige. Mike hingegen kommt super mit dem Fahrzeug zurecht. Das haben wir in den letzten Läufen gesehen.
So, und hier fährt Tobias rein zum Tanken. Nimmt gleich den ersten Tankplatz, Peter den zweiten. Tobias wechselt jetzt von 1 auf 3 und fährt dann gleich weiter. So, jetzt kommt Michael rein zum Tanken. Oh, das war zu weit, Michael. Erster Tankplatz funktionierte nicht. Oh, und da gab es einen Rempler. Da ist wohl Peter rausgeschossen. Arthur hat es hier nicht erwischt. Wir sehen Arthur hier vorne mit dem Wagen der Firma Mangels und Putzig weiter seine Kreise ziehen. Und ich meine, Arthur müsste noch einmal reinfahren zum Tanken. Und wenn ihm das gelingen sollte, er also keine Fehler mehr macht, dann hat er sogar Chance, hier dieses Rennen hier zu gewinnen. Auf jeden Fall ganz weit nach vorne zu fahren. Arthur nimmt jetzt hier Tankplatz 1. Bräuchte eigentlich nicht mehr so viel Sprit. Und Mike, der hier seinen Tank wirklich ausgelutscht hat, muss warten. Hat Arthur hier nicht behindert beim Tanken. Und hat vorne ganz brav gewartet. Und somit kassiert Mike für dieses taktische Tankmanöver hier auch keine Strafe. Also, das hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und er kann jetzt hier das Renngeschehen wieder aufnehmen. So, und jetzt laufen hier gleich die letzten Rennrunden. Und wie gesagt, Arthur richtig gut mit dabei. Das ist wirklich ganz klasse, was Arthur hier macht. Da wird sich das nächste Duell geliefert zwischen Peter und Michael. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Da hinten ist ein Auto rausgeflogen. Das war Michael, der hier rausgeflogen ist. Also, da ist nochmal der Peter rausgeflogen. Also das zum Rennende ein bisschen kurios jetzt hier. Nochmal Peter hier. Also hier, das hat wirklich Auswirkungen jetzt hier auf das Rennergebnis. Denn Arthur könnte sich jetzt hier locker den ersten Platz einheimsen, was er sich natürlich auch verdient hat für diese fahrerische Leistung hier in diesem Lauf. Also Arthur ganz locker bleiben jetzt hier in den letzten Rennrunden. Der Zweitplatzierte bis dato wohl Tobias, der durch wirklich, der jetzt hier aber nochmal tanken muss, kommt er rechtzeitig wieder raus. Jawohl, schafft er, fährt hier vor Michael und vor Mike hier wieder raus. Kann also jetzt hier mit Glück noch Platz 2 retten. Und das hat er auch geschafft, der Tobias. Also hier wirklich mein Kompliment auch an Arthur, der hier also mit dem Fahrzeug der Firma Mangels und Putzig Erster wurde. Zweiter wurde hier Tobias. Der dritte Platz geht an Michael. Und Mike muss sich hier mit Platz 4 begnügen. Und für Peter bleibt hier in diesem Lauf leider nur der 5. Platz. Ja, und ich hoffe, euch hat dieses Video hier wieder gefallen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Bis dann und bye bye.